Hallo Freunde, ich melde mich endlich als Bewohner unseres Neubaus und möchte euch zeigen, was uns die letzten Wochen so beschäftigt hat. Vorrangig natürlich Endmontage und alles, was man so braucht, um so auf einer halben Baustelle halt wohnen zu können. Und ein paar Sachen möchte ich euch ein bisschen näher zeigen. So, ich wollte euch einmal die Räume schnell abfilmen, damit ihr wisst, in was für einem Zustand wir gerade hier unterwegs sind. Also, wir haben noch viele Kartons, wo noch Möbel nicht hängen und so weiter. Das ist die Ankleide aktuell für unser Flur. Das ist das Kind-2-Zimmer, was ich erstmal als Büro benutze. Das hier ist Hannas Büro. Dann haben wir hier ja, unser Lager. Eigentlich soll es irgendwann mal Kind 1 werden. Und hier unser Bad, was wir aktuell vorrangig benutzen. Dann haben wir jetzt noch die Treppe ausgepackt. Die Tür leider noch nicht ganz ausgepackt, irgendwie bin ich zu dämlich dazu. Das ist unser Flur im Erdgeschoss. Das ungenutzte Bad im Erdgeschoss. Unser Hauswirtschaftsraum. Und die Küche, die kanntet ihr ja eigentlich schon, aber mit Boden natürlich nochmal ein ganz anderer Anblick. Und hätte ich fast vergessen, natürlich unsere Teilbaustelle hier noch. Vielleicht noch ein paar Worte zum Umzug selbst. Der war super easy eigentlich. Wir waren in vielleicht 6 Stunden durch, weil wir einfach sehr, sehr gut vorbereitet waren. Wir haben 2 Miles-Autos gemietet und konnten eben einfach, ich zeige es euch kurz, und konnten dann einfach direkt hier vor das Haus hinfahren und haben dann einfach alles reingetragen. Am Anfang war natürlich ein bisschen Käse, weil wir eben hier den Boden unten noch nicht hatten. Blende ich euch ein. Das heißt, wir haben dann hier erstmal Schuhe abgetreten, damit der ganze Modder von draußen nicht reinkommt, weil es hat natürlich gepisst, die Sau. Und dann mussten wir da oben nochmal die Schuhe irgendwie wechseln, weil dann da oben schon Boden verlegt war. Die Treppe war noch eingepackt zu dem Zeitpunkt, also alles ein bisschen kacke. So, und das Basiswissen für unser Struggle ist auf jeden Fall, dass unser Smart Home noch nicht in Betrieb ist. Das ist das Netzteil dafür, das ist aus. Und ich habe noch nicht mal den Lizenzschlüssel gekauft. Das ist natürlich die Herausforderung, wie können wir jetzt hier ordentlich leben, ohne dass die Smart Home Installation fertig oder in Betrieb ist. Und ein gutes Beispiel dafür ist direkt das Licht zum Beispiel hier. Egal, ob wir jetzt eine Lichtplanung auf 230 Volt basierend oder auf 24 Volt Gleichstrom basierend geplant haben, in jedem Fall reicht der Querschnitt aus, um vorübergehend auf 230 Volt Strom drauf zu geben. Dafür haben wir hier in unserem Fall eine Steckdose einfach in der Unterverteilung. Die kann man hier mit der Sicherung aus- und anschalten. Für euch, das gibt auch Sicherungen, die sind dafür gedacht, um daran zu schalten. Also vielleicht eine bessere Alternative als bei uns hier. Das heißt, wir können einfach die ankommenden Kabel, die später auf unsere DMX-Dimmer raufgehen, eben vorübergehend an die 230 Volt anschließen und dann passt das Ganze. Das funktioniert mit jeglichen Lampen, die später über 230 Volt ebenfalls funktionieren, die leuchten dann natürlich auch. Dimmbar ist es jetzt noch nicht, okay, aber man hat schon mal einen Großteil Licht überall zur Verfügung. Und ihr seht hier in der Ankleide, ist auch nochmal so ein Beispiel, da haben wir eben nur ein Panel bisher installiert, bei dem hier haben wir jetzt 230 Volt Licht. Wenn die Stromkreise vom Licht entkoppelt sind, was ja bei einer smarten Installation eigentlich der Fall sein sollte, hast du ja auf jeden Fall Steckdosen, die funktionieren und wie hier im Bad, wo wir jetzt alle Panels schon installiert haben und dann eben keinen 230 Volt anliegen können, weil sonst gehen die Dinger kaputt, kann man einfach so eine Standlampe hier nehmen und dann reicht es auch aus. Das Thema Verschattung ist auch sehr interessant, wenn das Smart Home noch nicht in Betrieb ist. Da, wo wir wissen, dass wir da öfter hoch und runter machen wollen, wie zum Beispiel im Schlafzimmer, da macht es natürlich Sinn, die Gurtwickler bis zum Schluss dran zu lassen. Das haben wir hier in dem Fall gemacht. Das ist recht einfach zu handeln. Für so Beispiele wie hier im Büro, was jetzt erstmal vorübergehend mein Büro ist, kann man dann so eine einfachen Rollemotoren-Prüfgeräte hier benutzen. Die haben hier einfach einen Schalter mit 3 Stellungen. Das ist eigentlich auch recht einfach, kostet 20 Euro. Ein so ein Ding pro Etage sollte auch ausreichen, dass es nicht allzu nervig ist. Und da kann man dann einfach die Zuleitung vom Motor auf diese Ding durchknüppern, in eine Steckdose reinstecken und dann funktioniert das auch. Ist natürlich ein bisschen mühselig, aber ein Beispiel dafür, dass es kein Weltuntergang ist, wenn das Smart Home noch nicht in Betrieb ist. Bei den Dachflächenfenstern natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Wir haben hier die Velux-Dinger verbaut und die laufen auf 24 Volt. Die Anschlusskabel haben wir bis hinter unsere Lampe hier verlängert, damit wir hier einen Anschlusspunkt haben. Da kommt auch nochmal ein extra Video zu, aber ich zeige euch, wie wir jetzt hier in der
Übergangsphase erstmal die Dinger auf und zu machen können. Dafür nehmen wir uns einfach einen ganz normalen 18 Volt Akku. So, und wenn wir die Verprobung einmal ändern, ist das Plus und Minus vertauschen, dann fällt das Ding wieder runter. Ich zeige euch noch kurz, dass die Heizungssteuerung auch noch nicht aktiv ist. Die soll ja auch später über KNX laufen und wir haben ja auch diese Verstellventile, haben wir noch gar nicht. Aber bei der Installation werden ja hier die einzelnen Heizschleifen so ausgerechnet und abgestimmt aufeinander, dass die eben abgestuft warm sind. Also zum Beispiel Schlafzimmer eben am kältesten und Wohnzimmer meinetwegen am wärmsten. Und das Ganze kann man dann zentral bei jeder Heizung einstellen. Also dafür braucht man jetzt nicht unbedingt die smarte Steuerung pro Raum. Das heißt, aktuell würde ich einfach zur Wärmepumpe hier gehen und hier die Fußbodenheizung, es steht aktuell auf 18 Grad, einfach so einstellen, wie ich es haben möchte, und dann wird das eben abgestuft für die einzelnen Räume auch so übernommen. Was auch eine recht coole Sache ist, ich habe ja die einzelnen Zuleitungen pro Raum immer 5 Bar durchgemacht, so wie das jetzt hier zum Beispiel. So, das heißt, wir haben auf der braunen Phase oder auf der braunen Ader, ist ja dieselbe Phase, haben wir Dauerstrom drauf und die anderen beiden, also grau und schwarz, sind dann eben schaltbar. Das heißt, wir haben meinetwegen die Sicherung hier, versorgt einen Raum, wir haben braun, geht direkt hoch zum Kabel und dann, also zur Zuleitung des Raums, und dann haben wir eben noch die beiden anderen Adern, die machen einen Schwenk einmal über den Schaltaktor und gehen dann auf eben die beiden anderen Farben. So, und jetzt sind die hier noch nicht im Betrieb, die Schaltaktoren. Und ich habe festgestellt, dass die Aktoren im stromlosen Zustand geschlossen sind. Das bedeutet, ich kann die Verkabelung schon so vornehmen, wie ich die zukünftig haben möchte. Und trotzdem liegt da schon Dauerstrom an. Das ist jetzt erstmal für die Übergangsphase sehr, sehr praktisch. Ja, und beim Thema Netzwerk hat sich offensichtlich auch noch nicht so viel getan. Wir haben erstmal nur unsere drei wichtigen Verbraucher drin. Einmal einen Access Point oben, weil durch die Betondecke im Obergeschoss kommt einfach kein WLAN-Signal von dem Ding hier an. Weshalb wir den PoE-Injektor hier kaufen mussten. Okay, haben wir jetzt 15 Euro in Sand gesetzt, was soll's. Da soll später dann eben ein PoE-Switch hinkommen. Dann haben wir noch einmal den Fernseher oben, damit wir oben Netflix schauen können. Auch extrem relevant, sehr, sehr wichtig für die Übergangszeit. Und dann noch hier meinen Arbeitscomputer. Und das war's. Mehr haben wir aktuell nicht im Betrieb und das reicht auch so als Übergangslösung absolut aus. Ja, und ich kümmere mich ansonsten weiter um die Endmontage der Elektroinstallation inklusive aller Smart-Home-Geräte. So wie zum Beispiel den Access Point und hier Steckdosen. Noch ein Bewegungsmelder fehlt hier, also so ein paar Kleinigkeiten. Bei dem Raum könnte ich auch weitermachen, aber da komme ich halt noch nicht ran. Und unsere Lampen natürlich, die sind auch noch ein bisschen aufwendiger. Ja, aber Raum für Raum, Stück für Stück. Wir haben alles, was wir haben wollen, um hier ordentlich leben zu können. Deswegen stresst es mich überhaupt nicht. Hier im Flur können wir im Erdgeschoss auch weitermachen. Hier kommt noch unser Gong hinter und unser Rauchmelder, der fest vernetzt ist. Hier noch ein bisschen Dekolampen. Da drüben kommt noch ein Access Point hin, Bewegungsmelder, und das Bad hier ist auch noch komplett nackig. Da warten wir gerade noch ein bisschen auf die Zuschussauszahlung von der KfW, damit es hier weitergehen kann, weil diese ganzen Unterputzarmaturen, meine Fresse, sind die teuer. Und für die Neugierigen noch ein Blick in unsere aktuelle Baustelle. Da wird mein Büro später sein, das hier wird Essbereich sein und das eben das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer, an dem wir aktuell arbeiten. Mega viel zu tun, viele Feinheiten, viele Kleinigkeiten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierher, und wer denkt, dass, wenn hier drin alles fertig ist, der Kanal zu Ende ist, dann schaut mal nach hier draußen. Es gibt noch einiges mehr zu tun.